Meine Geschichte wurde betitelt als modernes Märchen. Es ging einfach alles so schnell und so einfach. Ich habe jeden Tag gespielt. All I hear, go get the money. Unmengen von Containern landen jeden Tag in Europa. Und immer mehr davon stammen aus China. Es ist für beide Seiten wichtig, dass der Handel funktioniert, dass der Austausch funktioniert. China baut seit einigen Jahren seine Handelswege auf der ganzen Welt aus. Auf dem Seeweg, mit Luftfracht in Flugzeugen und auf der Schiene mit Güterzügen. Unter dem Namen Neue Seidenstraße und mit klaren Absichten. Dass dort knallharte Eigeninteressen, sowohl wirtschaftlicher als auch geopolitischer Art, dahinterstehen. Das war jedem klar und damit muss man umgehen. Spätestens seit der Corona-Pandemie ist klar geworden, wie viel Risiko mit globalen Handelsketten verbunden ist. Das sollte uns, finde ich, eine Lehre sein bezüglich der Abhängigkeiten, die es gegenüber China gibt. Umso wichtiger zu sehen, wo die neue Seidenstraße schon Realität ist. Wie groß ist die Präsenz von China in Europa? Wie stark das Gefühl von Abhängigkeit? Wir sind an drei Orte gereist, die davon erzählen können. Erste Station, Duisburg. Der Duisburger Hafen ist der größte Container-Binnenhafen der Welt. Mit 21 Hafenbecken und 130 Krananlagen, an denen allein im vergangenen Jahr weit mehr als 4 Millionen Container umgeschlagen wurden. Dieser Hafen ist einer der europäischen Endpunkte des gewaltigen chinesischen Projekts der Neuen Seidenstraße. Zu Recht findet man in Duisburg. Wir sind der Hotspot in Europa. Wir sind mit Abstand der stärkste Standort, der leistungsfähigste Standort. Und es ist ja nicht so, dass die sich Duisburg ausgesucht haben dafür, weil man meint, oh, so schön ist Duisburg. Denn Duisburg war auch geprägt vom Ende der Stahl- und Kohleindustrie, schwer gebeutelt vom Strukturwandel. Die Anbindung an Chinas neue Seidenstraße bedeutete für die Stadt einen sehr willkommenen wirtschaftlichen Lichtblick. 2014 kam Chinas Präsident Xi Jinping persönlich nach Duisburg, um zusammen mit dem Bundeswirtschaftsminister und der NRW-Ministerpräsidentin die Ankunft des ersten chinesischen Zuges zu begrüßen. Damit war Duisburg Teil der Seidenstraße. Ich verspreche mir da schon einen erheblichen Schub für unsere weiteren Aktivitäten. Der chinesische Markt hat so eine überragende Bedeutung. Da dürfen wir als Duisburger Hafen gar nicht dran vorbeigehen. Die neue Seidenstraße Richtung Europa ist ein gigantisches Projekt. Zwei Zugverbindungen quer durch Asien und Europa. Eine nördliche durch Russland, Weißrussland und Polen und eine südliche durch Zentralasien, den Iran und die Türkei. Der Seeweg durch den Indischen Ozean und den Suezkanal bis zu den Mittelmeerhäfen und eine neue Luftfrachtstrecke sollen immer mehr Handel zwischen China und Europa möglich machen. Das Projekt der neuen Seidenstraße geht aber noch deutlich weiter. Es ist das größte Infrastrukturprojekt des 21. Jahrhunderts. In Asien und Afrika hat China bereits zahlreiche Brücken, Tunnel, Schienenwege, Straßen und Häfen angelegt, meist mit eigenen Firmen und chinesischen Arbeitern. Gewaltige Investitionen, die von den betroffenen Ländern meist begrüßt werden, die aber vor allem China Macht und Einfluss verschaffen. Im Duisburger Hafen treffen die chinesischen Partner bereits auf eine hochentwickelte Infrastruktur. Das macht Duisburg zu einem besonders attraktiven Standort. Rund 30 Züge pendeln derzeit pro Woche zwischen Duisburg und China. Wenn sie im Hafen ankommen, haben sie rund 11.000 Kilometer und etwa 14 Tage Fahrt hinter sich. Sie bringen medizinische Erzeugnisse, Textilien, Elektronik, Autoersatzteile oder Spielzeug. Fast ein Drittel aller Waren, die per Zug von China nach Europa gelangen, werden in Duisburg umgeschlagen. Offen gestanden haben wir am Anfang auch gedacht,
lass die Verrückten mal machen mit dem Zug aus China nach Duisburg fahren. Die Bedeutung seitdem in der öffentlichen Wahrnehmung ist deutlich höher als die wirtschaftliche Bedeutung. Das will ich mal vorwegschieben. Natürlich sieht es erstmal sehr interessant aus, wenn Züge mit vielen bunten chinesischen Schriftzeichen auf den Containern hier fahren. Um das aber für Sie einzuordnen, wir hatten vor der Pandemie im Regelfall und auch jetzt wieder knapp 30 Züge pro Woche von und nach China. Pro Jahr sind das rund 250.000 bis 300.000 Standardcontainer. Sie werden von Duisburg aus über ein Netz von Wasser- und Straßenverbindungen in 92 europäische Städte und Häfen weitertransportiert oder gehen von hier nach China zurück. Rund um den Hafen haben sich zahlreiche chinesische Unternehmen angesiedelt. Die Firma LMAR hat in Duisburg ein Logistikzentrum errichtet. Sie nutzt die Vorteile des Bahntransports, der kostengünstiger ist als die Luftfracht und deutlich schneller als der Seeweg. Der Hersteller kann sofort mal die Waren, die oder Probemusterstücke zu den Bahnstationen schicken. Und die kommen so in 3 Wochen, 4 Wochen bei uns. Und diese Feedbacks ist immer schneller geworden. Und deswegen, ich bekomme sehr schnell Feedback von den Herstellern. Dann kann ich beide Seiten austauschen, damit wir bessere Produkte anbieten. Ja, das sehe ich sehr, sehr positiv eigentlich. Min Chao ist sich sicher, dass China als Exporteur für Europa längst unersetzlich geworden ist. Auch weil China seine Produktion konsequent durchrationalisiert hat. China verfügt momentan eigentlich sehr gute Infrastruktur. Also die Infrastruktur, ich meine, wenn ich zum Beispiel ein Auto bauen möchte, eine VW, eine Tesla, mir fehlt gerade eine Schraube. Was mache ich da mit der Schraube? Ich kaufe die Schraube von der Fabrik neben mir. Das ist alles in einem Industriepark. Das ist meine Infrastruktur. Deswegen sage ich mal, langfristig mal, ist schwer, China zu ersetzen, weil die haben die Infrastruktur schon da. Viele Politiker in Duisburg sehen die Seidenstraße vor allem als Markenzeichen, das der Stadt neue Bedeutung gibt. Na, ich bin prinzipiell sehr, sehr glücklich darüber, dass Duisburg ein so gut aufgenommener Standort für ausländische Investoren ist. Ich freue mich ja auch, dass chinesische Firmen sich hier ansiedeln, dass viele chinesische Studierende nach Duisburg kommen. Weit mehr als 1000 chinesische Studenten sind in Duisburg eingeschrieben. In China existieren Karten von Europa, auf denen nicht Berlin, sondern Duisburg als deutsche Stadt eingezeichnet ist. Am Ende des Tages brauchen wir aber eine ehrliche Debatte darüber, wie viel China wollen wir, wie viel China wollen wir im Hafen, wie viel China wollen wir in der Stadtverwaltung auch haben. Und da brauchen wir eben eine ehrliche Debatte drüber. Und da würde ich mich freuen, wenn sich eben auch die Bürgerinnen und Bürger da aktiv einmischen. Im Zentrum der Debatte über den Einfluss Chinas stehen oft die Konfuzius-Institute, wie hier in Duisburg. Staatliche Kulturinstitute, denen immer wieder vorgeworfen wird, auch chinesische Propaganda zu verbreiten. Zahlreiche Universitäten haben ihre Zusammenarbeit deshalb bereits beendet. Der Ostasienwissenschaftler Markus Taube kennt die Diskussion. Er setzt auf kulturellen Austausch. Ich bin tatsächlich auch Co-Direktor eines Konfuzius-Instituts und ich stehe dazu. Ich stehe dazu insofern, als ich sage, wir brauchen so viel Kommunikation und Dialog mit China wie nur irgend möglich. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir uns gegenseitig verstehen, um dann auch von deutscher Seite eben unsere besten Antworten zu finden auf das, was in China geschieht. Und ich denke, die Konfuzius-Institute, so wie wir sie in Deutschland haben, bieten dafür ein gutes Medium. Aber als im Duisburger Institut eine kritische Biografie Xi Jinpings präsentiert werden sollte, musste das auf chinesischen Druck hin abgesagt werden. Eine klar. Ich glaube, dass man in China inzwischen durchaus verstanden hat, dass das eine Dummheit war, dass das in Deutschland nicht funktioniert. Und ich denke, wir haben auch genau adäquat reagiert. Wir haben diese Veranstaltung im Konfuzius-Institut nicht gemacht, dafür aber in 10-mal größerem Rahmen an der Universität. Wir lassen uns den Mund nicht verbieten. Auch im Duisburger Hafen geht man davon aus, sich gegen den großen Partner in Fernost behaupten zu können und setzt weiter auf Zusammenarbeit mit China. Auf dem Gelände des ehemaligen Kohlehafens entsteht das Duisburg Gateway Terminal. Es soll das größte Containerterminal eines europäischen Binnenhafens werden. Und diesmal ist die chinesische Reederei COSCO in einem Joint Venture beteiligt. Also wir sind im Duisburger Hafen erstmal, das muss man sagen, mit derzeit 10 Containerterminals aktiv.
Ein elftes ist im Bau. Das ist das Duisburg Gateway Terminal. An der Betreibergesellschaft ist erstmals ein chinesisches Unternehmen beteiligt, die chinesische Reederei COSCO. Das ist eine Staatsreederei, wie alle Unternehmen in China. Aber auch da ist mir sehr wichtig zu betonen, das wird ja dann so gerne gesagt, China kauft den Duisburger Hafen. Nein, eine chinesische Reederei ist an einer Betreibergesellschaft von 11 Terminals mit 30% beteiligt an der Betreibergesellschaft. Es gibt keinerlei Fremdeigentümer an Grund und Boden und Infrastruktur im Duisburger Hafen. Aber klar ist auch, das Projekt der neuen Seidenstraße dient zuallererst dem chinesischen Streben nach globalem Einfluss. Niemand im Duisburger Hafen ist davon ausgegangen, oh, das ist jetzt meine Initiative der chinesischen Regierung oder von Xi Jinping zur Beglückung der Welt, sondern dass dort knallharte Eigeninteressen, sowohl wirtschaftlicher als auch geopolitischer Art, dahinterstehen. Das war jedem klar und damit muss man umgehen. Chinas Staatschef Xi Jinping verfolgt einen langfristigen Plan, der das 100-jährige Jubiläum der Volksrepublik 2049 im Blick hat. Ich glaube, die Zielstellung, die die aktuelle Führung in Peking verfolgt, also die Xi Jinping-Truppe, ist China im Laufe einiger Jahrzehnte zur wichtigsten, zur zentralen globalen Macht zu machen. Also die USA als Hegemonialmacht einzuschränken erst und dann abzulösen. Das Ziel, so die Analyse zahlreicher politischer Beobachter, ist eine neue Weltordnung, in der China die Führungsrolle für sich reklamiert. Mit Auswirkungen für Europa. Klar ist, dass eine Stärke der USA ihre Bündnissysteme sind. Und dabei spielt natürlich Europa wegen seines vielfältigen Potenzials, ökonomisch, technologisch und so weiter, politisch auch eine erhebliche Rolle. Also ist es Ziel dieser Pekinger Führung, einen möglichst tiefen, möglichst soliden Keil zwischen die EU und die USA zu treiben. Die Seidenstraßeninitiative Xi Jinpings hat das Potenzial, ein solcher Keil zu sein. Sie birgt vielfältige Gefahren für neue Abhängigkeiten. Kontrolle durch Handel ist die neue Realität, vor der zunehmend gewarnt wird. Uns geht's besser und China geht's besser, wenn man miteinander im Handel bleiben kann. Aber man muss halt dafür sorgen, dass das nicht verbunden ist mit dem Potenzial, politische Macht mit auszuüben. Und dann geht's letztlich dann doch um Werte. Unsere freiheitlichen Werte, die wir hier sichern und verteidigen wollen. Und China mit einem letztlich diktatorischen Ansatz, mit einem überwachungsstaatlichen Ansatz, damit auch Diktatur und Überwachungsstaat stabilisierend in vielen Ländern, die da auf dem Weg liegen können, ist insofern dann schon auch eine Bedrohung für unsere Lebensweise mit. Einem Gegenüber wie China könnte nur die EU insgesamt etwas entgegensetzen. Alleingänge schwächen diese Position. Doch hochverschuldete Länder wie Italien brauchten in den vergangenen Jahren dringend Geld für notwendige Investitionen. Das haben die Chinesen erkannt, sind hingekommen, haben Angebote gemacht. Ich sage mal Angebote, die ein Regierungschef, eine Regierungschefin eines solchen Landes nur schwer ablehnen kann. Gegen den Willen der EU, vor allem von Frankreich und Deutschland, unterzeichnete Italien 2019 ein Abkommen mit China, das vor allem Zusammenarbeit in den Bereichen Infrastruktur und Transport vorsieht. Mit der Teilnahme an diesem Projekt können wir unseren Export in einen riesigen Markt stärken. Und unsere Unternehmen können direkt an der Realisierung neuer und wichtiger Infrastrukturinvestitionen, etwa Häfen, teilnehmen. Die zweite Station, Genua. Genua ist eine der traditionsreichsten und größten Hafenstädte am Mittelmeer. Doch der alte Hafen ist längst nicht mehr groß und modern genug. Und die Anbindung der Stadt per Straße und Schiene an das Hinterland ist ebenfalls marode. Deshalb waren chinesische Investitionen hier hoch willkommen. Heute ist Genua Teil der neuen Seidenstraße und Zentrum der vier großen ligurischen Häfen.
Paolo Emilio Signorini erinnert sich gut, wie strategisch diese Partnerschaft angebahnt wurde. Die Initiative kam von unten. In dem Sinne, dass viele chinesische Unternehmen in den Jahren 2017 und 2018 italienische Unternehmen, italienische Häfen, Flughäfen, kurz gesagt wichtige Träger der Infrastruktur unseres Landes kontaktiert haben, um die Möglichkeit einer Zusammenarbeit auszuloten. All diese Anfragen landeten natürlich auf dem einen oder anderen Weg bei unserer Regierung. In den alten Hafen von Genua ist der neue Name PSA eingezogen. PSA, früher die Port of Singapore Authority, ist einer der größten Terminalbetreiber der Welt. Partner der neuen Seidenstraße und der chinesischen Staatsreederei COSCO. Und mit COSCO größter Investor in den ligurischen Häfen. Der Mittelmeerraum ist eine wichtige Region und Italien liegt praktisch im Zentrum des Mittelmeers. Es ist ein Land der Europäischen Union und gehört damit zum wichtigsten Markt für chinesische Waren. Und gleichzeitig hat es als G7-Land auch symbolische Bedeutung. Vereinbarungen mit Italien haben aus Sicht der Volksrepublik China eindeutig ein erhebliches politisches Gewicht. Dass mit chinesischem Geld der Hafen von Genua größer und moderner werden soll, begrüßen grundsätzlich auch die Menschen, die hier arbeiten. Denn ihr Hafen hat nur so eine Zukunft. Wir haben das Problem, dass wir den Hafendamm versetzen müssen. Eine große Aufgabe. Es braucht Milliardeninvestitionen, damit die großen Schiffe kommen können. Und es braucht auch chinesische Unternehmen, die sich an der Planung und dem Bau beteiligen können, wie sie es in Afrika tun. 550.000 Container könnten die 5 Kräne des Terminals im Jahr umschlagen. 2021 haben sie aber nur gut die Hälfte bewegt. Durch die Pandemie kamen sowieso schon weniger Schiffe. Und die, die kommen, werden immer größer. Die modernsten Containerriesen sind bis zu 400 Meter lang und transportieren bis zu 20.000 Container. Die können hier nicht mehr anlegen. Das soll sich ändern. Dieser Hafen ist kein regionaler Hafen. Er hatte schon immer eine internationale Bedeutung. Durch diese Unternehmen wird sie noch größer. Der Gewerkschafter Enrico Poggi und seine Kollegen sind in einer Zwickmühle. Um die Arbeitsplätze im Hafen zu sichern, brauchen sie die chinesischen Investitionen. Aber die gibt es nicht umsonst. Die Chinesen haben andere Vorstellungen von Geschwindigkeit und Effizienz. Und sie wollen die Kontrolle. Arbeitsplätze gegen Arbeitsbedingungen und Arbeitnehmerrechte. In Genua richtet man sich auf Kämpfe ein. Die Chinesen kamen damals hier an, immer mit der Uhr in der Hand. Sie hatten ihr eigenes Modell, bei dem sie jeden jederzeit kontrollieren wollten. Es kam zu einem heftigen Konflikt mit der Gewerkschaft. Und deshalb bereiten wir uns vor, uns zu verteidigen, wenn es sein muss. Um natürlich auch für die kommenden Jahre zu verhandeln, die entscheidend sind. In Bereichen, die jetzt chinesisch kontrolliert sind, macht sich Angst breit. Vor einer Steigerung der Geschwindigkeit, der permanenten Überwachung, dem Verlust von Standards. Nur die Angst vor Arbeitslosigkeit und Armut ist im Zweifel größer. Niemand will einen Hafen, in dem es still wird. Die Arbeit im Hafen ist sehr anstrengend. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag. Wir müssen ein System finden, das den einen ihren verdienten Ruhestand sichert, aber auch die Voraussetzungen dafür schaffen, dass junge Menschen Arbeit finden. Denn wenn wir jungen Menschen keine Arbeit geben, werden wir hier immer ärmer. Der Schriftzug PSA prangt inzwischen auch über dem Eingang des supermodernen Containerhafens Genua Pra, knapp 20 Kilometer westlich des alten Hafens.
Hier können an den Tiefwasserkais gleichzeitig zwei Ultracontainerschiffe von 400 Metern Länge abgefertigt werden. PSA ist eng mit China verbunden. Eine der ersten Maßnahmen war der Ersatz der alten italienischen Anlagen durch gigantische Kräne des Herstellers ZPMC aus Shanghai, die auch von chinesischen Arbeitern aufgebaut wurden. Trotzdem, so tröstet man sich, bleibt der Hafen selbst mehrheitlich italienisch. Unsere Häfen können nicht verkauft werden. Das Eigentum kann nicht komplett abgetreten werden. Es können nur Leasingverträge abgeschlossen werden, die eine feste Laufzeit haben und die am Ende auf jeden Fall neu ausgeschrieben werden. Das verhindert dann, dass ein chinesischer Betreiber den kompletten oder jedenfalls den Mehrheitsanteil am Eigentum innerhalb eines Hafens erwerben kann. Wie in Duisburg, so wollen die politisch und wirtschaftlich Verantwortlichen auch in Genua nicht, dass chinesische Investoren die gesamte Kontrolle übernehmen. Die riesigen chinesischen Kräne haben 2020 1,4 Millionen Container bewegt. Im Hafen arbeiten aber nur rund 650 Angestellte mit festen Verträgen. Ein Arbeitsplatzwunder sieht anders aus. Größere Kräne bewegen die doppelte oder dreifache Menge Container, brauchen aber nicht mehr Operateure. Und dieser Trend ist überall gleich. Die Computerisierung der Arbeit im Hafen ist bereits im Gange. Die Digitalisierung und die Automatisierung sind noch nicht sehr weit in Genua, aber sie sind bereits im Gange. Und dann musst du in der Lage sein, damit Schritt zu halten. Das ist ein schwieriger Kampf. Die Kooperations- und Pachtverträge sichern den Einfluss der chinesischen Investoren meist auf Jahrzehnte. Der Hafen von Pra explodierte förmlich in den letzten Jahren. Die ersten der neuen Megakräne wurden 2016 aufgestellt. Heute sind es bereits 12. Und ein Hafen ist aus chinesischer Sicht nur der Anfang. Ein Tor zum europäischen Hinterland, der erste Schritt der Lieferkette zum europäischen Endverbraucher. Diese Investitionen, diese Infrastrukturprojekte schaffen dann Industrieparks, Freihandelszonen, Zonen für Handelsinvestitionen, in denen europäische, in diesem Fall italienische und chinesische Unternehmen zusammenarbeiten, um Import und Export in beiden Ländern zu steigern. Wie in Duisburg ist die Anbindung per Schiene und Straße ins übrige Europa für Genua das wichtigste Kapital für den Handel im Sinne der chinesischen Seidenstraße. Die Zentrale von Kerry Logistics in Mailand. Bis 2017 hieß das Unternehmen Tuvia Italia. Dann verkaufte es der Gründer Guido Nazari an den chinesischen Weltkonzern Kerry. China baut so die Kontrolle über seine Handelsketten aus. Unser Unternehmen nutzt die Dienste des Hafens von Genua und aller Terminals in hohem Maße. Die Hafenbetreiber sind ein sehr wichtiger Teil der Logistikkette. Italien leidet leider immer noch unter einem Infrastrukturproblem. Wir haben Schwierigkeiten mit den Verkehrswegen, den Autobahnen, den Eisenbahnen. Kerry ist nach eigenen Angaben die Nummer 8 auf dem weltweiten Transport- und Logistikmarkt. Von Pharma und Chemie über Lebensmittel bis Textilien und Elektronik transportiert und lagert das Unternehmen alles, was im Handel mit China nachgefragt wird. Guido Nazari hat sich bewusst für den Verkauf an einen chinesischen Konzern mit globalen Ambitionen entschieden. Schnell erkannte er, worum es den neuen Eigentümern vor allem ging.
Zum Zeitpunkt der Übernahme durch Carrie Logistics hatten wir den Eindruck, dass sich alles über Nacht ändern würde. Sowohl die Einstellung als auch die Art und Weise, wie wir arbeiten. Aber nur an einem Punkt gab es erhebliche Aufmerksamkeit. Bei allem, was mit Kostenkontrolle zu tun hat, mit Statistik und mit der Fähigkeit, Daten über unsere Geschäftstätigkeit zu sammeln. All das rückte mit der Ankunft von Carrie Logistics stark in den Vordergrund. Carrie Logistics betreibt nach eigener Aussage 1000 Stützpunkte in mehr als 50 Ländern. Heute vor allem mit Schwerpunkt E-Commerce, Internethandel. Direkt vom Hersteller zum Endkunden oder zum Verteiler wie Amazon oder Alibaba. Ohne Zwischenstationen in fremder Hand. Kontrolle über die Lieferkette. Stefano Pogliani ist Direktor für das operative Geschäft von Carrie in Mailand. Vor 5 Jahren gab es noch keine E-Commerce-Aktivitäten. Heute ist dieser ganze Bereich des Lagers nur für den E-Commerce da. Anbieter aus Ostasien, nicht nur aus China, waren hier von großer Bedeutung. Die chinesischen Hersteller und Lieferanten sind aber die wichtigsten. Sie bringen neben Waren auch Geheimnisse. In diesem Teil des Lagers gibt es 2 Bereiche, die leider für Filmaufnahmen gesperrt sind, weil wir dort Material für die 5G-Strukturen 2 großer chinesischer Hersteller lagern und wir aus Sicherheitsgründen nicht in diesen Bereichen filmen können. Wir führen auch sehr spezifische Arbeiten durch, bis hin zur Montage dieser Strukturen. Sensible chinesische Technologie für die 5G-Telekommunikation chinesischer Unternehmen inklusive Montage. Die chinesische Strategie der Kontrolle betrifft anscheinend mehr als nur die Lieferkette. Wir bieten eine Lösung an, die die Übernahme der Waren vom Lieferanten in China, die Organisation des Containers, die Einfuhr der Waren nach Italien und die Zollabfertigung umfasst. Dazu die Lagerung und die Lieferung an den Endkunden. So hat der Kunde einen einzigen Ansprechpartner und verliert keine Zeit bei der Organisation der Lieferkette. Wenn die Lieferketten quasi komplett chinesisch kontrolliert werden, dann sind natürlich auch die damit verbundenen Daten entsprechend bei den Chinesen transparent. Das muss man einfach wissen. Welche Waren gehen dann von wie, von wo nach wo? Das ist dann in China alles bekannt. Und das könnte unsere Wettbewerbsposition natürlich schwächen. Wenn es in Häfen oder im Bereich des Schienentransportes oder auch im Bereich der Schiffspassage eben nur noch wenige Anbieter gibt, die dann die Preise kontrollieren, dann werden das unsere Firmen zu spüren bekommen. Ein Ende der chinesischen Lieferkette sind Alibaba und die Tochterfirma Taobao. Wie Amazon, eBay und Bank in einem. Taobao verkauft weltweit nach eigenen Angaben 48.000 Produkte pro Minute. Der Konzern ist an der Börse 700 Milliarden Dollar wert. Dritte Station Lüttich. Hier am Flughafen baut Alibaba das größte Logistikzentrum in Europa. Ich meine, Alibaba, ich habe das jetzt nicht tiefer analysiert, aber hat sich sicherlich für Lüttich entschieden, weil die einen sehr leistungsfähigen Frachtflughafen haben, der vor allen Dingen 24/7 geöffnet ist. Lüttich, zweitgrößte Stadt der belgischen Region Wallonie. Im Großraum leben 600.000 Menschen. Früher hieß Lüttich die glühende Stadt, wegen all der Hochöfen, die hier Arbeit und Einkommen brachten. Doch wie in Duisburg folgte auf das Ende des Kohlebergbaus die Krise der Stahlindustrie, der Niedergang. Die Arbeitslosigkeit erreichte in den 2010er Jahren 20% und mehr. Der Frachtflughafen ohne Nachtflugverbot soll dies nun dauerhaft ändern. Nach Angaben der Betreiber ist er, kaum beachtet von der Öffentlichkeit, zum 5. Frachtflughafen Europas avanciert. Auch hier gilt das Argument der perfekten Lage. Wachstum durch Handel. Eine Win-Win-Situation für Alibaba und den Flughafen. Alibaba trägt dazu bei, den Handel nach China zu entwickeln. Am Flughafen Lüttich, aber auch an allen anderen europäischen Flughäfen. China ist so etwas wie die Fabrik der Welt und treibt daher den Luftfrachtverkehr auf den Flughäfen in Europa an. Nun soll auch dieser Standort wachsen.
8.700 Jobs hängen schon jetzt am Flughafen. Mit Alibaba sollen es noch viel mehr werden. Die Großbaustelle ist für den Flughafenchef ein Versprechen, ebenso wie das Engagement der Chinesen. Heute sind das 6-7% unserer gesamten Aktivitäten. Chinao wird jedoch seine Lager ausbauen und in Lüttich seine gesamte Logistik und seinen Handel mit Europa konzentrieren. Vielleicht kann Chinao bald 20-25% unserer Aktivitäten ausmachen. Daran gibt es auch Kritik. Die Bürgerinitiative Stopp Alibaba glaubt nicht an das Wachstumsversprechen. Erst war von Tausenden von Arbeitsplätzen die Rede. Dann hat sich das auf 3.000 und dann auf 1.600 reduziert. Im Moment haben wir keine Informationen. Was wir uns wünschen, ist eine umfassende Studie, die es uns ermöglicht, die tatsächlich geschaffenen Arbeitsplätze zu erfassen. Aber auch die Arbeitsplätze, die in der heimischen Wirtschaft zerstört werden. Wenn man vorgibt, die Beschäftigungskrise der Wallonen und Walloninnen zu lösen, muss man Arbeitsplätze für sie schaffen. Dann ist es ein schlechtes Geschäft, diese Stellen an Chinesen zu vergeben. Der Flughafen setzt auf weiter steigende Luftfrachtraten. Luftfracht ist erheblich teurer als Schiff oder Zug. Aber schon mehr als die Hälfte der Güter sind verderbliche Waren oder Expressfracht. Von Blumen über Medikamente bis zu lebenden Tieren. Und Alibaba bringt immer mehr E-Commerce. China hat das Wachstum des Flughafens unterstützt. Chinao, der Logistikzweig von Alibaba, kam vor 3 oder 4 Jahren an und baute Ende 2020 sein erstes Gebäude, 30.000 Quadratmeter. So begleitet er das Wachstum des Flughafens. Wie viele neue Arbeitsplätze dieses Wachstum tatsächlich mit sich bringen wird, ist noch offen. Die Kritiker der Ansiedlung von Alibaba wehren sich dagegen, dass für das chinesische Wachstumsversprechen viele Umweltauflagen in den Hintergrund gerückt sind. Die Ansiedlung von Alibaba in Lüttich wurde von unserer Regierung unterstützt, auf belgischer Ebene oder genauer in Wallonien. Wir wollen zeigen, dass es da einen Widerspruch gibt. Die Regierung muss ehrgeizige Maßnahmen ergreifen, um das Klima und die Gesundheit der Anwohner zu schützen. Und wir sagen, ihr werdet das mit einem Projekt wie Alibaba am Flughafen Lüttich nicht schaffen. Vor allem unter jungen Leuten hat sich aktiver Widerstand gegen die chinesische Präsenz entwickelt. Auch am Flughafen hat Stopp Alibaba schon mit spektakulären Aktionen auf sich aufmerksam gemacht. Wir haben in den letzten 2, 3 Jahren immer mehr Beschwerden von Anwohnern bekommen, von Menschen, die nah am Flughafen leben, vor allem über Nachtflüge. Man kann davon ausgehen, dass es einen sehr, sehr starken NIMBY-Effekt gibt. NIMBY heißt Not in my backyard. Man könnte auch sagen, nicht vor meiner Haustür. Aber den Aktivisten von Stopp Alibaba geht es um viel mehr. Es ist der nach wie vor ungebremste Gigantismus der Globalisierung, der ihren Widerstand weckt. Das Logistikzentrum von Alibaba soll sich einmal auf 220.000 Quadratmetern erstrecken. Die Konsequenzen sind absehbar. Da ist die Luftverschmutzung, die Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Dann die Mobilität. Wir hatten die erschreckende Zahl von täglich 1.500 zusätzlichen Lkw auf den Straßen. Und da sind natürlich die Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima, durch den CO2-Ausstoß all der Flugzeuge und Lkw. Die chinesische Strategie, sich Standorte zu sichern, die die gesamte Lieferkette abdecken, geht auf. In Lüttich kommen inzwischen auch Frachtzüge an. Ein weiterer Strang der Seidenstraße. Das ist im Durchschnitt ein Zug pro Tag. Und die Tendenz ist sehr stark steigend. Wir sind in dieser Hinsicht eindeutig ein Konkurrent von Duisburg in Deutschland. Und wir werden versuchen, den Schienenverkehr in den nächsten Jahren auszubauen. Und wir haben auch das Glück, in Lüttich den drittgrößten europäischen Binnenhafen zu haben, für Schiffsverkehr auf den Flüssen. Diese Ansiedlung in Lüttich ist ja auch erstmal ein Zeichen des Wettbewerbs der Standortregionen hier in unserem Bereich. Nehmen Sie den Duisburger Hafen, wir arbeiten mit den Kollegen in Rotterdam und Antwerpen verkehrlich auf Ängste zusammen. Wenn es um Ansiedlungen geht, haben wir knallharten Wettbewerb.
In diesem Wettbewerb hatte Duisburg durch die Größe des Hafens und auch durch die frühe Anbindung an die Seidenstraße lange einen nahezu uneinholbaren Vorsprung. Doch Standorte wie Lüttich holen auf. Könnte das sogar Vorteile haben? Wenn durch den chinesischen Impuls in Duisburg und in Lüttich gute Infrastruktur entsteht und die idealerweise europäisch gedacht auch noch gut verzahnt wird, dann ist das ja ein großer Standortvorteil für die ganze Region. Und da kann auch Nordrhein-Westfalen sehr, sehr stark von profitieren. Ob das stimmt? Der Beweis dafür konnte noch nicht angetreten werden. Denn die letzten Jahre haben plötzlich und radikal gezeigt, dass auch eine weltumspannende Strategie wie die Seidenstraße entscheidende Lücken hat. Wenn eine Pandemie oder ein Krieg See- und Landverbindungen stilllegen, brechen Lieferketten zusammen. Und dann zeigen sich die Konsequenzen der globalen Abhängigkeiten. Wir haben insgesamt gelernt, dass wir Risiken in internationalen Verflechtungen viel kritischer angucken, als das noch vor 3-4 Jahren mit der Fall war. In der Corona-Zeit hat man gesehen, sieht man jetzt immer noch, wie Lieferungen dann nicht kommen, wie auch Infrastrukturen zum Teil nicht funktionieren. Beispiel Corona. Die chinesische Null-Covid-Politik hat vor allem die eigene Bevölkerung und die eigene Wirtschaft hart getroffen. Doch inzwischen ist klar, wenn China hustet, bebt die ganze Welt. Chinas dynamische Null-Covid-Politik, bei der es immer noch Gebiete mit teils sogar nur niedriger Fallzahl abriegelt, wird massive Auswirkungen haben. Und wenn es Folgen für die chinesische Wirtschaft hat, dann hat es auch Folgen für die globale Wirtschaft. Wenn das Zentrum der Seidenstraßenstrategie sich selbst teilweise oder ganz stilllegt, dann ist dies im globalen Maßstab eine Katastrophe und zeigt das ganze Ausmaß des Risikos. Das beste Beispiel war der Lockdown in Shanghai. Er hat eine Kettenreaktion in der globalen Lieferkette ausgelöst. Und wir alle haben die Kosten zu spüren bekommen. Die ganze Welt wartete auf die Schiffe aus China, die nicht kamen. Und damit auf Güter und Ersatzteile, auf die man in Europa mittlerweile angewiesen ist. Wir waren vor der Pandemie ein bisschen sorglos, das wird schon klappen. Wir haben weltweit Just-in-Time-Logistik betrieben und die Industrie hat so eingekauft, als würden wir einkaufen in Mannheim für eine Just-in-Time-Lieferung nach Kaiserslautern. Globalisierung hat nicht verändert, dass die Distanzen auf der Welt sehr groß sind. Und wenn wir realistisch sind, hatte da keiner einen Plan B. Und das sind Aha-Effekte, von denen ich mir sicher bin, dass sie für uns als Häfen, für alle Logistiker, aber auch für die Industrie, die werden nicht vergessen. Wenn See- und Landweg weitgehend versperrt sind, dann bleibt nur noch eine Alternative. Die um ein Vielfaches teurere Luftfracht. Es ist ein bisschen peinlich, das zu sagen, aber wir waren die Gewinner der Corona-Krise. Der Flughafen ist 2020/21 um 50% gewachsen. Da es keine Passagierflüge mehr gab, hatte man mehr Platz für Luftfracht. Innerhalb von 5 Jahren haben wir unser Volumen verdoppelt. Zunächst dank der allgemeinen Auslastung der Flughäfen und dann dank der Pandemiesituation. Nach der Pandemie kam mit dem russischen Überfall auf die Ukraine die zweite große Krise, die das Konzept der Globalisierung, wie wir es kennen, in Frage zu stellen scheint. Präsident Putin hat gezeigt, wie schnell aus einem Handelsmonopol eine Waffe werden kann. Jetzt wird klar, wie gefährlich die Abhängigkeit von China für Europa sein könnte. Nachdem wir nun erlebt haben, was unsere fossile Energieabhängigkeit gegenüber Putins Russland uns an Schwierigkeiten verursacht. Das sollte uns, finde ich, eine Lehre sein bezüglich der Abhängigkeiten, die es gegenüber China gibt. Denn die Bereitschaft, das auszunutzen, hat die Pekinger Führung schon gezeigt. Doch eine grundsätzliche Abkehr von der Seidenstraße steht erst einmal nicht zur Debatte.
In Duisburg, wo der internationale Warenverkehr zu Wasser und zu Lande so zentral wichtig ist, sucht man allerdings aktuell nach Alternativen für den Zugweg durch Russland. Denn den wollen manche Kunden nicht mehr akzeptieren. Wir reagieren darauf mit Partnern, indem wir die sogenannte südliche Route unter Umgehung Russlands jetzt sehr vorgezogen testen und in Betrieb nehmen. Das ist Kasachstan, dann über Aserbaidschan, Georgien, Schwarzes Meer und in Rumänien erreichen sie dann die EU. Da muss man ganz ehrlich sein, das ist noch nicht wettbewerbsfähig und das war so auch nicht vorgesehen. Der im Vergleich zum Seeweg so viel schnellere Zugtransport schien lange ein Versprechen auf die Zukunft. Besonders für Duisburg als Endpunkt der neuen Seidenstraße. Doch 80 Container auf einem Zug gegen 20.000 auf einem Schiff, das ist ein ungleicher Kampf. Ich will nicht sagen, dass die Züge momentan ihren Zenit erreicht haben. Aber das, was vielleicht mal sich optimistische Kollegen ausgemalt haben, dass dort Millionen Ladeeinheiten pro Jahr über Zugsysteme gefahren werden, das war nie realistisch aus meiner Sicht. Und die nächste Krise mit globalen Auswirkungen kann jederzeit ausbrechen. China droht immer wieder mit militärischer Eskalation im Konflikt mit Taiwan. Wenn Peking seine Drohungen wahrmacht, muss der Westen wie im Fall der Ukraine reagieren. Die Folgen wären wohl noch gravierender. Wenn wir jetzt angucken, was es immer wieder für Spannungen gibt rund um Taiwan und dann sozusagen das Schreckensszenario, dass es da auch zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt und plötzlich Handelsbeziehungen Chinas mit dem Westen weitgehend gekappt werden, da fällt man natürlich noch mal viel, viel tiefer, als das der Fall jetzt ist rund um Russland und die Ukraine. Das, was China in der Taiwan-Krise der Industrie gezeigt hat, dass China innerhalb von 12 Stunden in der Lage ist, ohne jegliche kriegerische Auseinandersetzung, mit Taiwan 2/3 der weltweiten Halbleiterproduktion komplett abzuriegeln. Und darauf wird es Reaktionen geben müssen. Es wäre naiv, das nicht wahrzunehmen und sich darauf einzustellen. Aber wie? Es scheint zunehmend schwieriger, mit China zu leben, so wie es heute agiert. Aber ohne China geht es auch nicht. Eine Lösung scheint nicht in Sicht. Ich bin dafür, dass wir bei sensibler Infrastruktur umsichtig und vorsichtig sind. Aber ich bin nicht dafür, jetzt jegliche chinesische Investition, nur weil sie aus China kommt, an und für sich zu verteufeln. Neu ist möglicherweise nur, wie offen das Dilemma auch auf Seiten der Wirtschaft angesprochen wird. Wir Europäer haben eigentlich, wenn Sie so wollen, fast gar keine Wahl, als mit den Chinesen einfach im Dialog zu sein. Weil viele Produkte, Waren, Dienstleistungen aus China zu uns kommen, aber wir auch diesen Absatzmarkt natürlich wollen. Wir können China nicht ignorieren. Weit über 1 Milliarde Menschen, die da leben, in wachsendem Wohlstand auch mitleben. Also es ist für beide Seiten wichtig, dass der Handel funktioniert, dass der Austausch funktioniert, aber die politischen Risiken, die damit drin liegen und damit auch die potenziellen wirtschaftlichen Schäden, die sind erstens größer geworden und zweitens viel, viel stärker im Bewusstsein, als das noch vor 3-4 Jahren der Fall war. Der Eindruck am Ende unserer Reise: In Duisburg, Genua und Lüttich ist die neue Seidenstraße längst Realität. Die Partnerschaft mit China verspricht nach wie vor Wachstum. Viel Wachstum. Aber der Preis dafür ist sichtbar geworden. Meine Geschichte wurde betitelt als modernes Märchen. In einer Woche haben wir 13.000 Euro gemacht. Ich habe jeden Tag gespielt. Ich habe jedes große Event gespielt. Diese Bitcoin hat einen Wertanstieg gehabt. Einen großen Wertanstieg. Da 200.000 Euro gewonnen, da 300.000 Euro gewonnen. Jeder macht Fehler und das ist dann auch bei uns passiert. All I hear, go get the money. So I go get it.